Hallo, herzlich willkommen bei Tauber trifft. Ich habe heute zu Gast hier im Konrad-Adenauer-Haus Florian Nöll vom Bundesverband Deutsche Startups. Lieber Florian, schön, dass du Zeit hast, um mit uns mal über die digitale Wirtschaft in Deutschland und vor allem natürlich über Startups zu reden. Aber vielleicht willst du uns kurz erzählen, was macht dein Verband, seit wann gibt es den und wie kam es dazu, dass ihr den gegründet habt? Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Peter. Den Verband gibt es erst seit genau 19 Monaten und er wurde gegründet von Startup-Unternehmern für Startup-Unternehmern. Einfach aus dem Gedanken heraus, dass es eine wichtige Branche ist. Ja, wir reden ja von dem Mittelstand von morgen und dass es an der Zeit ist, dass der sich auch eine eigene Interessenvertretung gibt und sich Gedanken darüber macht, was denn so Startup-Unternehmer eigentlich brauchen oder vielleicht auch nicht brauchen von euch Politikern, damit wir einfacher und erfolgreiche Unternehmen in Deutschland gründen können. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt in diesen Gründungsmonaten, in der Gründungsphase? Hat denn schon jeder Politiker, mit dem ihr sprecht, verstanden, wie viele 100.000 Menschen inzwischen in dieser Branche insgesamt in Deutschland arbeiten, wie viele Unternehmen es gibt, wie viel Umsatz ihr zum Gesamtumsatz in der Volkswirtschaft beitragt? Das sind, glaube ich, weit über 200 Milliarden inzwischen. Oder bist du da auch noch in der Phase, wo du nicht nur über Rahmenbedingungen redest, sondern auch Aufklärungsarbeit machst? Wir machen natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit. Einerseits sind wir auch sehr froh über die Entwicklung in den letzten Jahren, auch gerade jetzt in der Entwicklung mit der Regierungsbildung. Wir haben eine digitale Agenda, wir haben einen Ausschuss, sodass wir schon relativ genau wissen, wer zum Beispiel im Deutschen Bundestag die Fachpolitiker sind, die sich mit dem Thema mit uns beschäftigen und beschäftigen wollen. Andererseits, das weißt du selbst, sind im Bundestag nicht sonderlich viele Unternehmer und meines Wissens hat keiner von denen mal so etwas wie ein Startup gegründet. Von daher bedeutet viel unserer Zeit einfach, dass wir erklären, wie solche jungen, aber sehr schnell wachsenden, oft auch innovativen Unternehmen denn funktionieren. Vielleicht als einziges Beispiel Thomas Jatzombek, der aus der IT-Branche kommt, aber vielleicht nicht in eurem Sinne klassischer Start-up war in seinem vorherigen Berufsleben, der aber wahrscheinlich doch zu den Abgeordneten gehört, die so eine besondere Affinität zu eurem Komplex haben. Würdest du denn sagen, weil da gab es ja viel Kritik auch zu Beginn dieser Legislaturperiode, dass es besser geworden ist, dass durch den Ausschuss und auch durch vielleicht noch jetzt neue Abgeordnete, die erst seit dieser Legislaturperiode dabei sind, die Aufmerksamkeit der Politik für die digitale Wirtschaft größer geworden ist? Ja, also der Eindruck drängt sich auf und wir haben uns an der Kritik nicht beteiligt. Sicherlich wirft die Aufgabenverteilung über mehrere Ressorts einige Fragen auf. Vielleicht hätte man sich gewünscht, dass es den einen Ansprechpartner gibt. Andererseits muss man einfach feststellen, unsere Themen berühren so viele Politikbereiche, dass wir sehr froh sind. Du hast angesprochen, Thomas Jatzombek, Nadine Schön könnte man nennen. Und du gehörtest auch immer dazu und gehörst weiter dazu zu den Ansprechpartnern, die wissen, wie diese Branche funktioniert. Und umso wichtiger ist es jetzt, dass vielleicht auch eure Kollegen im Parlament sehen, zum Beispiel auch mit dem Ausschuss, wie wichtig das Thema ist und auch innerhalb des Bundestags Ansprechpartner haben in ihren Fraktionen, wo sie mal nachfragen können, also Fachpolitiker aus ganz anderen Bereichen nachfragen können, wenn sie ihre Entscheidung treffen in der Steuerpolitik, in der Rechtspolitik, die oft auch Einfluss haben auf Unternehmensgründer in Deutschland. Also müssen wir zusammen noch schauen, dass wir auch die Kollegen erreichen, für die das immer noch ein bisschen Neuland ist. Okay. Wenn wir jetzt schon über ansatzweise auch über die Politikfelder und die Themen gesprochen haben, die für euch wichtig sind, was sind denn die drei, wo du sagst, da kann auch der deutsche Gesetzgeber, weil wir natürlich beim Internet immer auch über ein globales, nicht Phänomen, das ist vielleicht das falsche Wort, aber über eine globale Entwicklung reden, bei dem ja nationale Regulierungsrahmen schnell gesprengt werden. Trotzdem gibt es wahrscheinlich Dinge, die der deutsche Gesetzgeber machen kann. Wo würdest du sagen, sind da drei Handlungsfelder? Also die drei Handlungsfelder, ganz einfach, Köpfe, Kapital und Regulierung. Im ersten Handlungsfeld Köpfe, wir brauchen eine echte Willkommenskultur. Das heißt, wie einfach ist es für ausländische Fachkräfte, aber auch für Gründer, die nach Deutschland kommen wollen, das zu tun? Wir wissen, im Silicon Valley beispielsweise sind in 40% der Startups Nicht-Amerikaner im Gründerteam. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist, dieser internationalen, erfolgreichen Startup-Hotspots, nennen wir sie mal so. Und deswegen wäre es auch für uns eine Auszeichnung, wenn sich die besten Köpfe der Welt einerseits dafür entscheiden, hier in Deutschland, zum Beispiel in Berlin, zu gründen. Und dann auch es einfach haben müssen, hier anzukommen. Und das geht dann runter, einfach bis zu der Frage, ist die Verwaltung darauf eingestellt, Englisch zu kommunizieren, was teilweise leider nicht der Fall ist. Zweites Themenfeld, Finanzierung. Wir haben einiges erreicht, wenn es um die Finanzierung in der frühen Phase geht. So, das erste Geld ist da, da gibt es auch einige staatliche Instrumente. Aber uns als Volkswirtschaft auch ein Stück weit die Luft aus, wenn es darum geht, sein Wachstum zu finanzieren.
Und da werben wir beispielsweise sehr für die Idee eines Börsensegments für Startup-Unternehmen. Also neuer Markt 2.0 sozusagen. Genau, den Namen würden wir vielleicht anders wählen, aber vom Prinzip müssen wir da wieder anknüpfen. Ja, bei allen schlechten Erfahrungen, die gemacht wurden, darf das kein Denkverbot sein. Und das wird ganz zentral mitentscheiden über die Frage, ob wir auch so erfolgreich gründen können, wie das beispielsweise unsere amerikanischen Kollegen tun. Ja, und das dritte Feld ist Regulierung. Da könnte man über Bürokratie sprechen. Wir stellen fest, dass es in Deutschland so einen gewissen Hang dazu gibt, Regulierungsstreber sein zu wollen in Europa und der Welt. Zum Beispiel auch beim Thema Datenschutz. Und da müssen wir einfach dafür werben, dass junge Unternehmen andere Rahmenbedingungen brauchen als die etablierten. Ja, ein Konzern wird schärfere Datenschutzgesetze gar nicht spüren. Vielleicht spielen die sie ihm sogar in die Karten. Der Mittelständler, der kann das kompensieren. Und den jungen Unternehmer, den Gründer, kann das aber auch mal am Boden halten und zu sehr einengen. Und da müssen wir den richtigen Weg finden. Einerseits natürlich mit Blick auf Verbraucherrechte, aber besonders auch mit Blick auf die digitale Wirtschaft, die wir hier in Deutschland haben wollen. Siehst du denn eine Chance, weil das jetzt gerade unter dem Stichwort, zwei Stichworte fallen mir ein, die da eine Rolle spielen, einmal das Thema Big Data, aber auch das Thema Industrie 4.0. Siehst du denn eine Chance oder vielleicht auch negativ formuliert eine Gefahr, dass wir auf Dauer auch volkswirtschaftlich am Boden verlieren, wenn nicht die Digitalisierung auch der klassischen Industrie auch in Deutschland gelingt? Also wenn sich klassische deutsche Mittelständler oder Industrieunternehmen, Automobilbauer, Partner nur in den USA suchen müssen, weil sie hier keine finden, ist das auch nochmal eine Chance für neue Innovationen bei uns? Genau, also das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, das klingt abgedroschen, aber das ist so, das ist unser Mittelstand. Und das sind ja gerade die Ingenieure und Maschinenbauer und Automobilbauer und was wir alles haben. Und das könnte der deutsche Weg sein, dass wir schaffen, unsere starke deutsche Wirtschaft, unseren starken Mittelstand mit den innovativen und jungen Startups zu verbinden, um neue Dinge zu schaffen. Das heißt aber auch auf der anderen Seite, dass wir uns da noch stärker bewegen müssen. Wir sind nicht besonders innovationsoffen. Es ist häufig auch für Startup-Unternehmen aus Deutschland einfacher, Kontakte zu bekommen zu amerikanischen Konzernen oder asiatischen Konzernen als zu einem Mittelständler hier in Baden-Württemberg. Und an dieser Offenheit müssen wir arbeiten, und das ist auch eine Aufgabe, der wir uns annehmen, in gewisser Art und Weise Brückenbau zu betreiben zwischen der alten und der neuen Welt in der deutschen Wirtschaft. Okay. Jetzt hast du das Stichwort Silicon Valley gesagt und genannt. Da denkt jeder an die USA. Haben wir sowas in Deutschland und in Europa ansatzweise vergleichbar? Brauchen wir sowas, so eine Art Hotspot, wo Kreativität, Innovationsgeist, Offenheit, Leute mit Geld, die auch eine verrückte Idee mal finanzieren, zusammenkommen? Oder sagst du, naja gut, klar, Berlin als Hauptstadt ist vielleicht ein Punkt, aber ansonsten ist auch eine Stärke, dass manchmal in Regionen in Deutschland, in der Provinz sozusagen, eine tolle Idee entstehen kann. Wie siehst du das? Jetzt hast du den Bogen so formuliert, dass ich aus meiner Sicht Lokalpolitiker enttäuschen muss, die glauben, wir können auf jeder grünen Wiese jetzt ein Startup gründen. Oder was wir sprechen eigentlich von einem Startup-Ökosystem. Das ist das Silicon Valley, das ist auch vielleicht Tel Aviv und andere Regionen in der Welt. Und das ist auch Berlin geworden. Ja, die einen würden sagen, in den letzten 5 Jahren, wenn man es groß fasst, in den letzten 15 Jahren schon, ein Ort, wo viele Gründer sind, bedingt durch sehr viele Studenten und Absolventen. Ein Ort, wo dann junge Menschen zu Unternehmern werden, Erfahrungen sammeln und auch wo dann irgendwann auch eine gewisse Konzentration an Investoren stattfindet. Und das sehen wir hier. Und wenn wir die eingangs angesprochenen Bedingungen erfüllen können, nämlich zum Beispiel, dass diese jungen digitalen Unternehmen in Berlin keinen Engpass erleben, wenn es darum geht, zum Beispiel gute Softwareentwickler zu finden, und keinen Engpass erleben, wenn es darum geht, ihre Ideen und Konzepte zu finanzieren, dann sehe ich da eine sehr positive Entwicklung vor uns, die irgendwann vielleicht auch mal eine Stärke haben kann, wie das in anderen Regionen der Welt der Fall ist. Aber wir müssen auch realistisch bleiben. Im Silicon Valley hat man in den 50er, 60er Jahren angefangen. Die haben also etwas Vorsprung. Und es ist auch nicht der richtige Weg, das kopieren zu wollen. Wir müssen uns die guten Dinge dort angucken und aber auf der anderen Seite überlegen, was können wir auch. Und da kommen dann zum Beispiel wieder, wie gerade besprochen, unsere deutschen Stärken im Mittelstand ins Spiel. Und die spielen halt nicht unbedingt eine Rolle in Berlin. Und daher plädiere ich dann an die anderen Regionen zu überlegen, was sind denn eigentlich unsere Stärken. Und da haben wir eine sehr starke Biotechnologiebranche rund um München in Bayern. Da haben wir
genau, den deutschen Maschinenbau in Baden-Württemberg. Wir haben Software-Spezialisten in Karlsruhe. Und so sollte jede Region ihre Stärken herausarbeiten und wird dann für sich immer auch ein kleines Silicon Valley werden können. Gut, also sagst Klotzen, nicht kleckern, die Stärken auch ein bisschen betonen, identifizieren und nicht versuchen, anderen nachzulaufen in einer Welt, die sich auch so schnell verändert und entwickelt, wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Einen anderen Punkt, den du angesprochen hast, der interessiert mich noch, weil neben der Frage, ob es reizvoll ist, dass junge Menschen aus allen Teilen der Welt gut ausgebildet mit tollen Ideen zu uns nach Deutschland kommen, ist ja auch die Frage, was machen wir eigentlich mit unserem eigenen Nachwuchs? Also was können wir tun, damit junge Leute gründen, eine Idee haben, die verwirklichen, sich das zuzutrauen? Also Stichwort, wie gehen wir auch mit denen um, die dann naturgemäß scheitern, weil nicht jede Idee funktioniert, zweite Chance. Glaubst du, wir brauchen da auch noch so ein bisschen was wie einen kulturellen Wandel bei uns im Bildungssystem, im Umgang mit diesen Leuten, die was ausprobieren wollen, die so ein bisschen verrückt auch sind? Ja, also da gibt es jetzt ganz viele Ansatzpunkte, an die wir eigentlich ran müssten. Tatsächlich fehlt in den meisten Schulen jede Form von unternehmerischer Ausbildung. Ja, und wir wollen ja keine Unternehmer ausbilden, sondern wir wollen erklären, wie man unternehmerisch denkt und handelt und mit dem Ziel, dass vielleicht mehr als die ungefähr 7% der Hochschulabsolventen sich in Zukunft vorstellen können, ein Unternehmen zu gründen. Ja? 7% ist nicht wirklich viel und gerade da müssen wir ansetzen. Und da kommen wir dann auch zu der Frage, haben wir ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis in Deutschland für junge Menschen, die sich das trauen? Auf der einen Seite werden sie viele Angebote bekommen, sie können vielleicht eine wissenschaftliche Karriere machen, dann können Ausbildungsberufe gehen und sind dann nachgefragt oder auch, wenn sie studiert haben, dann sicherlich zu dem einen oder anderen Mittelständler oder Konzern. Und dann ist es schon eher der holprige Weg zu sagen, ich lasse das alles links liegen und werde selbst Unternehmer. Mit Blick zum Beispiel auf die Kultur der, positiv ausgedrückt, Kultur der zweiten Chance. Wobei in den meisten Bevölkerungsteilen leider eher Kultur des Scheiterns, ja, die schon einen gewissen Gefallen daran findet, sich mit gescheiterten Personen auseinanderzusetzen und die auch ein Stück weit am Boden zu halten. Und da kann auch dann die Politik wieder einen Beitrag zu leisten, indem sie sich das Insolvenzrecht nochmal von Grund auf anguckt. Ja, ihr habt eine Reform gemacht, mit der wir, das weißt du vielleicht auch, jetzt nicht so viel anfangen können. Und der große Schritt, der steht noch aus, um auch gerade jungen Menschen zu signalisieren, wir legen Wert darauf, ja, dass junge, motivierte Leistungsträger sich was trauen in Deutschland. Und wir stellen sicher, dass es auch mal schiefgehen darf. Weil das ist ganz wichtig. Solange unsere Schulen und Hochschulen keine unternehmerische Ausbildung gewährleisten, solange übrigens auch Juristen in ihrem normalen Studienplan das Insolvenzrecht nicht lernen, solange ist auch unternehmerisches Scheitern Teil dieser Ausbildung. Und das muss erlaubt sein und muss in einem vernünftigen Rahmen möglich sein. Jetzt hast du mit dem Insolvenzrecht einen Punkt angesprochen, der die anderen drei genannten zu Beginn ergänzt. Wie sieht es mit einem weiteren Punkt aus, Venture Capital? Ja, also junge Unternehmen, gerade wenn sie auf Innovation begründet sind, brauchen Kapital, um gegründet zu werden, um zu wachsen. Und in der ersten Gründungsphase gibt es so Instrumente wie Business Angel, es gibt Crowdinvesting, Crowdfunding, was in aller Munde ist. Und da hat sich einiges getan. Es gibt einige staatliche Förderprogramme, Landesprogramme. Und dennoch müssen wir viel mehr tun. Ich glaube sogar, es war die Enquete, die einen Studienauftrag gegeben hat, noch in ihrem letzten Jahr der letzten Legislatur und herausgefunden hat, dass Deutschland ziemlich weit hinten steht, wenn es darum geht, die steuerlichen Rahmenbedingungen für Venture Capital zu beleuchten. Und von daher haben wir uns sehr gefreut, dass die Initiative für ein Venture Capital Gesetz im Koalitionsvertrag steht. Und wir werden uns noch mehr freuen, wenn ihr euch dann an die Umsetzung macht und konkrete Maßnahmen umsetzt. Weil es einfach Anreize braucht, die es in vielen anderen europäischen oder auch in vielen anderen Ländern einfach gibt, damit Menschen in junge Unternehmen investieren. Da können wir mehr machen und das ist uns lieber, das auf diesem Weg zu machen, ganz offen gesagt, als weitere Förderprogramme aufzusetzen. Und im Augenblick sind wir in Deutschland nicht wettbewerbsfähig in dem Punkt. Ja, je nachdem, welche Zahlen man so sieht, haben die Amerikaner 30, 40 Mal mehr Kapital zur Verfügung in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt und deswegen wird die Frage, wie viel Venture Capital, vor allen Dingen auch wie viel Wachstumskapital steht für deutsche Gründungen bereit, mit darüber entscheiden, welchen Platz wir einnehmen.
vielleicht in der Weltliga der Gründer. Okay, also du sagst, es gibt noch ein paar klare Aufgaben, die muss die Politik erledigen, damit die Rahmenbedingungen stimmen für Gründer in Deutschland. Du sagst aber auch, es gibt jede Menge gute Leute in Deutschland oder junge Leute, die nach Deutschland kommen, um hier zu gründen. Und wir haben eine gemeinsame Aufgabe, Politik und Startups, digitale Wirtschaft, um daraus sozusagen das nächste Erfolgsmodell, den nächsten Schub für unsere Volkswirtschaft und damit auch für unseren Wohlstand in Deutschland zu machen. Das ist ja eigentlich erstmal eine positive Botschaft mit einer klaren Agenda, keine Frage. Also nicht zurücklehnen, sondern jetzt in den nächsten Jahren anpacken und abarbeiten. Das hast du super zusammengefasst. Wir haben großen Spaß daran, diese Aufgabe anzugehen. Wir sehen uns auch als Teil des Teams, das das leisten muss. Wir müssen aus der Praxis berichten können und erklären, wo sind die Stellschrauben. Wir brauchen eure Unterstützung, damit wir an den Schrauben drehen. Und dann sind wir in der Lage, die Erfolgsgeschichte deutscher Mittelstand vorzuschreiben. Und dann sind wir auch in der Lage, vielleicht so etwas, ihr habt es auch geschrieben, wie eine neue Gründerzeit zu sehen. Ja, wir hatten die Gründerzeit im 19. Jahrhundert. Denken wir an Siemens, Daimler. Wir hatten die Gründerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht aus der Not geboren, aber sie hat große Erfolge hervorgebracht. Und wenn wir jetzt das richtig anstellen, dann haben wir die beste Gelegenheit, um die digitale Transformation zu nutzen, um hier in Deutschland wieder so etwas wie eine Gründerzeit stattfinden zu lassen. Die CDU hat gesagt, wir wollen digitales Wachstumsland Nummer 1 in Europa werden. Dafür gibt es viel zu tun. Wir haben gehört, wir brauchen die richtigen Regulierungsbedingungen. Wir haben tolle junge Leute aus Deutschland und junge Leute, die nach Deutschland kommen, um hier zu gründen. Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen für das Kapital schaffen, also innovationsfreundlich und offen bleiben. Das Stichwort neue Gründerzeit, finde ich, fasst das Ganze ganz, ganz toll zusammen. Dir für deine weitere Arbeit mit dem Verband alles Gute, viel Erfolg. Ihr gebt denen eine Stimme, die während der Gründungsphase sich um vieles kümmern müssen, aber wahrscheinlich nicht die Zeit haben, mit der Politik zu reden. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die Gründer in Deutschland und die Startups in eurem Verband eine Stimme haben. Und ich freue mich auf den weiteren Dialog. Das schließe ich mich an. Danke für die Einladung. Danke für das Gespräch.